Jetzt werde ich mal einen Rundgang machen und hier mal berichten, wie es hier so aussieht und was sich hier so getan hat im Gewächshaus. Die Sweet Anise Yellow. Man sieht, sie hat ordentlich gelbe Früchte schon dran. Da kann man ruhig schon mal ernten. Eine Zwergenbunde aus dem Gewächshaus hier. Die hat auch hier schon eine rote dran. Da hatte ich auch schon mal welche von geerntet. Und hier kommen auch langsam noch ein paar weitere Tomaten in den roten Bereich. Eine weitere Zwergenwunder. Die hat auch schon einige rote Tomaten hier dranhängen. Und auch noch ordentlich Blüten. Die sieht etwas besser aus als die andere. Hier hinter ist auch noch mal eine Tomate gewesen. Davor steht die Die hat auch schon ordentlich Tomaten dran, aber noch keine, die irgendwelche Farbe erkennen lassen, nur grün bisher. Blüten haben wir auch noch, ein paar Stellen teilweise hier, aber ansonsten sieht sie doch eigentlich sehr gut aus. Wir hatten mal so eine ganz verkümmerte kleine Pflanze, ich glaube, ich blende mal ein Bild ein, die Pendolina. Wenn man sich die jetzt mal anguckt, ein amtliches Pflänzchen ist es geworden. Die Blüten sind alle von der Pendolina. Kann natürlich nicht so gerade hochwachsen, weil hier das Dach vom Gewächshaus im Weg ist. Vielleicht hätte ich sie an einen anderen Platz stellen sollen. Aber es passt schon. Die hat auch noch keine Tomaten dran. Oh, ich habe gelogen, da oben hängt schon eine. Hier vorne vor steht eine Chili. Mit ein paar Blüten dran, aber noch keine Chilis zu sehen. Das ist die Lava Golem. Ist auch sehr schön gewachsen. In der hinteren Reihe steht die Habanada. Die ist etwas heller im Grün, aber die hat ordentlich Chilis, wie man hier sehen kann. Lustig geformte Chilis und auch noch ordentlich Blüten. Die Black Pearl vom letzten Jahr, die doch sehr schön aussieht. Hier sind so ein paar weiße Krümelchen. Jo, was ist das? Blütenstaub oder sind das Blattläuse? Ich weiß nicht. Aber schaut euch die Blüten an hier. Meine erste zweijährige Pflanze hier. Matapeño. Die hat die panaschierten Blätter, wie man hier sehen kann. Sieht sehr interessant aus. Auch die Blüten sind nicht so ganz hässlich. Die Pflanze ist größer geworden, als ich dachte. Sie drückt gegen das Dach hier, aber ich habe sie ein Stück nach vorne gezogen und so kann sie dann vielleicht ein bisschen schräg wachsen. Ein paar Früchte sind schon dran, hier sieht man es. Hier vorne steht auch noch eine Matapeño. Die stand hier die ganze Zeit und nichts hat sich getan. Ich habe noch nicht mal ein Schild dafür gemacht, aber hier steht es, Matapeño. Jetzt seit einigen Tagen hat sie dann auch mal angefangen zu wachsen und zuzulegen. Hier haben wir einmal eine Paulinchen und das sind doch mal amtliche Tomaten hier. Und hier oben auch noch welche dran.
Von hinten habe ich noch gar nicht geguckt. Eine schöne Pflanze ist es geworden. Hier hinten steht eine Flora Gold Basket. Die hat auch schon ein paar Tomaten dran. Allerdings noch keine Reifen. Und grün sind sie alle schön. Die werden aber noch gelb. Die Pflanze in der Gesamtheit nicht die schönste Schönheit, aber sie wächst. Eine Wilma-Tomate steht dahinter. Die hat auch schon Tomaten dran und ein paar Blüten. Man kann auch mal von unten gucken, da sind auch schon mal ein paar größere, aber alle noch unreif. Hier vorne eine Balkoni Yellow, auch schon mit einigen Tomaten. Und hier hinten kann man auch schon sehen, da wachsen welche. Einige. Hier vorne sind welche und auch einige Blüten noch. Hier sind auch noch ein paar nicht so schöne Blätter, aber das sind nur die hier, ein paar Balkonstar. Hier hinten steht eine Balkonstar. Die hat hier wohl den falschen Platz, weil das ist keine von den kleinen Tomaten wohl. Sie hat den Tisch oben erreicht. Aber dieses Jahr bleibt sie hier stehen. Wir haben ja auch schon einige Tomaten dran. Die sah sehr hässlich aus, die Pflanze. Die schönste ist es jetzt auch immer noch nicht, aber es ist okay. Hier haben wir eine harmsgelbe Topftomate. Die hat da eine Tomate dran, ein paar Blüten. Nicht sonderlich viele. Warten wir mal ab, was daraus wird. Red Robin mit ein paar schadhaften Blättern. Das sind jetzt 3, 4 Stück, 5. Hier sind auch schon einige Tomaten dran, ein paar Blüten noch. Hier drin tummeln sich einige grüne Tomaten. Die werden, wie der Name schon sagt, rot. Red Robin, eine schöne kleine Sorte. Und lecker waren sie auch. Die hatte ich letztes Jahr nämlich auch. Lito. Eine Lito. Ist die zweithöchste hier unterm Tisch. Mit einigen Blüten. Und hier sind auch schon einige Tomaten zu sehen. Die kriegen schon Farbe. Ich glaube aber, die werden rot und haben schwarze Schultern hier. Das weiß ich aber gar nicht mehr. Die wächst auf jeden Fall auch. Und sieht gut aus. Gartenperle. Eine Buschtomate mit so einigen Tomaten. Und vielen Blüten. Jetzt ein bisschen kräuselige Blätter, aber sie funktioniert trotzdem. Hier haben wir eine Bagheera. Die sieht doch mal amtlich aus. Guckt sich das einer an hier. Was für schöne Tomaten. Das ist das erste Jahr, dass ich diese Sorte habe. Die Pflanze sieht doch top aus und ist auch nicht so riesig. Auch eine Sorte, die man vielleicht, je nach Geschmack, dann auch im nächsten Jahr wieder nehmen könnte. Die gefällt mir sehr gut. Kann man auch schon mal bald beernten. Tja, das ist wohl die hässlichste Tomatenpflanze. Bei dieser Sorte handelt es sich um Rotkäppchen. Die hat kaum noch Blätter. Die Blätter sahen alle so aus. Na, ein paar Blätter musste ich aber ja noch dran lassen. Hier sind auch noch ein paar. Aber die Tomaten, hier mal im Vergleich zu meiner Hand, das ist schon ein riesiges Geschoss. Haben wir wieder eine Chili, eine Ghostly Jalapeno. Die ist schon schön groß geworden. Es sind noch keine Chilis dran, aber Blüten. Nicht übermäßig viele, aber wir müssen wieder mal abwarten. Peperoni de Eusebio. Die war sehr klein, die Pflanze. Die ist immer noch nicht groß, aber sie entwickelt sich so langsam. Die hat hier schon sich aufgespalten in 2 Triebe. Ja, ob da noch mal was kommt? Wir müssen Geduld haben, wie bei manchen anderen Pflanzen auch. Hier sind ein paar Knospen, aber mehr ist noch nicht zu sehen. Dafür war es auch die zurückgebliebenste Pflanze. Kommen wir nun zu einer Kreuzungsgeschichte. Die Dreamcatcher mit Farmers Market gekreuzt. Hier sind auch wieder diese weißen Finger auf den Blättern. Ich denke mal, das könnte tatsächlich hier irgendwelcher Blütenstaub sein. Weil nach Blattläusen sieht es hier nicht aus. Die Pflanze sieht gut aus, auch farblich. Und wir haben hier schon erste Früchte, die Farbe kriegen. Die hier sieht ganz spannend aus.
hängt auch noch eine. Eine interessante Pflanze. AG Confusion. So, die hat noch etwas hellere Blätter, aber die sind auch schon wieder dunkler geworden. Die hat auch die Blattdüngung bekommen. Haben eigentlich alle bekommen. Mit dem Let's Grow Zeug. Hat sich auch ganz gut wieder gemacht. Und hier kommen auch schon die ersten kleinen Chilis. Da sieht man sie. AG Dulce Rojo. Mit ein paar Chilis schon. Hier auch. Die Sorte kenne ich auch noch nicht. Mal sehen. Hier sind auch wieder die Krümel auf den Blättern. Eventuell auch hier aus den Blüten rausgefallen. Blütenstaub. Möglich. Auch eine schöne Pflanze. Auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Hier haben wir die Silbertanne. Zum Vergleich. Ja, ich habe eine große Hand übrigens. Die ist zwar nicht so groß geworden, wie ich das eigentlich dachte, dass sie wird, aber sie hat doch einige hier hinten auch noch schöne Tomaten schon dran. Die Sorte hatte ich letztes Jahr zum ersten Mal und die hat mir so gut gefallen, dass ich sie wieder angebaut habe. Zuerst sah die Pflanze sehr schön aus. Jetzt finde ich nicht mehr so. Die hat auch irgendwie aufgehört, in die Länge zu wachsen, in die Höhe. Die ist nur so geblieben und hat die Tomaten ausgebildet. Alicante steht in der hintersten Ecke vom Gewächshaus. Da hängen die ersten Tomaten. Und hier ist schön was zum Ausgeizen. Weg ist es. Da oben sind ein paar Blüten. So, da ist Ende. Also die ist schon lang gewachsen, aber das wusste ich auch vorher. Die habe ich auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Crushed Heart. Die Pflanze habe ich angepflanzt, weil ich die Tomaten sehr schön fand. Hier sieht man schon mal diese interessante Form, die an ein Herz, also Heart, erinnert. Die werden rot-gelb, glaube ich. Ich weiß das nicht mehr so genau. Und hier hinten, die habe ich noch gar nicht gesehen, eine amtlich fette Tomate. Darunter sind nochmal zwei. Und die Pflanze ist auch so hiermit die höchste. Jetzt schon eine amtliche Pflanze hier. Schön viele Blüten, die wächst mit zwei Trieben hoch. Naja, die Blätter sehen nicht schön aus, die Pflanze sieht an sich nicht so schön aus, aber dafür die Tomaten selber. Die Pflanze hat da erst die ersten Blätter, aber auch hier kommen schon wieder welche raus. Es handelt sich dabei um eine, naja, ihr wisst selber. Die hat sich schon ganz gut weiterentwickelt, seit ich sie hier habe. Carolina Reaper weiß. Ja, da liegen auch wieder so weiße Krümel drauf. Hier auch, aber die hat gar keine Blüten, also wird das wohl kein Blütenstaub sein. Die sieht auch nach Blattläusen aus, da sitzen sogar welche. Na. Ich hatte die gestern eingesprüht. Darum sieht das auf den Blättern noch so ein bisschen klebrig aus. Das ist noch von dem Sprühzeugs. Die Carolina Reaper sind immer sehr spät, also müssen wir bei der wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit abwarten. Hier steht die 7-Pot Primo Heatless mit jeder Menge Knospen, aber noch keine Frucht zu sehen, keine Chili zu sehen. Schön gewachsen. Ist sie aber trotzdem. Die Joe's Long Cheyenne, die auch schon mal in einem Video vorkam, die hat sich erholt. Die sah anfangs ja auch ganz kacke aus. Und hier sehen wir schon mal ein paar Chilis dran. Auch grüne, also die hat einiges dran. Hier oben hängen noch welche. Und ein paar Blüten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auch noch weiter wächst. Eine Thunderstorm. Mit Blütenstaub oder weiß ich was hier. Könnten auch Blattläuse sein. Vielleicht sollte ich die auch mal einsprühen. Hier hat ein paar Knospen dran. Und da unten so ein gammeliges Blatt. Jetzt nicht mehr. Ansonsten recht dunkelgrün. Und der Stamm ist auch dunkel. Ansonsten sieht die auch recht hübsch aus. Wenn die nicht so ein bisschen angeschlagen aussehe wegen vermutlich Blattläusen. Ja, ihr merkt, das ist schon eine Plage, diese Biester. Diese hier, weit ausladende Pflanze, die in alle Richtungen wächst und hier auch schon viele Chilis dran hat, ist die AG Omnicolor. Vielleicht können wir uns zum Schild durchschlängeln. Hier ist das Schild.
Hier vorne haben wir eine Po Chong. Die hat schon ein paar Chilis und hier hat sich eine ganz intelligent durch den Plastikring gefädelt, der eigentlich die Pflanze festhält. Hier sind doch schon einige Chilis. Und auch wieder diese weißen Krümel. Na, ich glaube, ich muss doch mal sprühen hier. Auf jeden Fall auch zum ersten Mal wie in diesem Jahr. Ich glaube, es ist eine milde Chili. Hier haben wir die Rosé 2, deren wahren Namen ich nicht kenne. Die kriegt auch ihre Früchte. Schlanke Chilis. Und dünne Äste. Hat schon fast was von einer wilden Sorte. Auch relativ hoch schon gewachsen und noch viele Blüten an. Auch ein schönes Grün. Aber hier sind so ein paar komische Stellen. Ja. Es ist die Natur. Die Kampanaki hier war auch sehr hellgrün, so wie dieses Blatt. Hier habe ich auch mit der, wie alle anderen auch, mit der Blattdüngung gedüngt. Hat tatsächlich auch schon wieder etwas bessere Farbe bekommen. Und hier sind auch auf zwei Prachtstücke dran. Die sind aber, glaube ich, eher mild. Hat auch ein bisschen was von Paprika hier. Ich weiß es jetzt nicht genau. Hier ist noch eine grüne. Und da hätten die, kommt auch langsam in die reife Phase. Aber die Pflanze ist nicht so groß. Und Blüten sehe ich jetzt gerade auch nicht mehr, wirklich. Basket of Fire. Die Basket of Fire sieht auch ganz gut aus, finde ich. Auch relativ klein geblieben, aber hier auch schon wieder zwei richtig schöne Exemplare. Rote und so ziemlich reife Chilis. Die sind auch ein bisschen schärfer. Und auch noch ein paar Blüten, aber die werden wohl noch wachsen und noch mehr Chilis ausbilden. Auf dem Tisch stehen noch so ein paar Kandidaten, wie da hinten die Tomate. Die ist auf dem Fußboden hier gewachsen. Keine Ahnung, welche Sorte das ist. Die hatte ich hier einfach mal eingepflanzt. Dann ist hier ein Mini-Ableger Zitronenmelisse gewesen. Den lassen wir auch wachsen. Dieses kümmerliche Lorbeersträuchlein hat immer noch zwei Blätter und die sind gelb. Naja. Abwarten. Da ist nichts. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin war. Steht nur 23.06. dort. Ach, Traubenhyazinthe, genau. Ein paar Blumen, die ich von der Straße aufgesammelt habe und eingesät habe. Dieses Exemplar, naja. Das ist noch eine Peperoni de Eusebio. Blattläuse, wie man hier an den Blättern sehen kann. Und absolut mickrig. Naja, auch sie soll noch ihre Chance haben. Hier eine Aristolochia litoralis. Eine Gespensterpflanze. Die ist hier zur Erholung, weil die mit irgendeinem Schädling übersät war. Das hat sich aber jetzt hier schon gelegt. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Farbe kriegen. Und in diesem Eimer habe ich zwei Geiztriebe von der Crushed Heart, die ihr ja gesehen habt, mal ins Wasser gestellt. Naja, ob es was bringt, wir werden sehen. Diese kleine Tomate habe ich vergessen zu erwähnen. Es handelt sich hierbei um einen Geiztrieb der Sorte Rotkäppchen. Relativ am Anfang des Videos wurde die Mutterpflanze gezeigt. Der Vollständigkeit halber müssen an dieser Stelle auch die drei Golden Cayenne Chili Challenge Pflanzen genannt werden. Sie werden in Folge 10 des Chili Challenge Updates beschrieben. So sieht's hier im Gewächshaus aus. Einige Pflanzen, einige sehr schön, einige auch etwas befallen mit Blattläusen, aber im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus, finde ich. Da sich hier im Gewächshaus schon wieder so viel verändert hat, seit dem Rundgang, den ich aufgezeichnet habe, gehe ich jetzt hier nochmal durch
und zeige nochmal alles so im groben Überblick, wie es aktuell aussieht heute. Ich glaube, heute ist der 9. August. Ich hatte gestern alles Mögliche abgeerntet. Hier waren jede Menge Tomaten. Ich blende da jetzt mal ein Bild ein. Der Lava-Golem kriegt hier seine Früchte. Und der Habanada da hinten, da sind da jetzt viele dran. Da hatte ich noch schon geerntet gestern. Die Matapeño ist ordentlich gewachsen. Aber wohl irgendwie Blattläuse. Ne? Hier sind schon länger keine Blattläuse mehr gewesen. Die Black Pearl hat sich auch schon ordentlich in die Höhe erhoben hier. Ein paar kleine Chilis habe ich da auch schon abgeerntet gestern. Hier unten war alles voll Tomaten. Da sind schon wieder welche reif geworden. Aber manche Tomaten sind noch so langsam auf dem Weg ins Jenseits. Aber tragen noch, wie diese da zum Beispiel. Rotkäppchen. Aber ich habe auch hier noch Ableger, die auch schon mittlerweile hier richtig hochgewachsen sind, wie die Crushed Heart zum Beispiel, sind zwei Stück. Hier ist eine Chili, die dazwischen durchkommt. Hier ist doch alles ziemlich dicht gestellt. Hier sind Crushed Heart, da habe ich welche von geerntet. Die sehen ja mal richtig interessant aus. Die sind hellrot gewesen, die ich geerntet habe. Da kann ich auch mal einblenden. Da sind noch ordentlich welche dran. Da ist schon die nächste auf dem Weg zur Reife. Die sind auch schön groß. Und hier ist die Alicante. Die sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber auch schon schön große Früchte dran und viele. Und es wächst alles hier hoch hinaus. Die Crushed Heart hier. Und hier unten die Silbertanne. Die macht auch nicht mehr lange, aber hier sind noch ein paar Tomaten dran, die auch rot werden. Die werden noch mitgeerntet, denke ich. Da warten wir einfach ab. Und hier ist eine, die nicht in dem Gießsystem hängt, weil ich einen Tropfer zu wenig hatte. Die kann dann später einen Tropfer kriegen von denen, die hier sowieso rausfliegen. Auf der anderen Seite, an manchen hat sich nichts getan, an manchen hat sich ein bisschen was getan. Die beiden waren draußen, hier die Primo Tali, die habe ich mal reingeholt, da war aber auch noch nichts dran zum Ernten. Hier sind ein paar Mikrotonnen, die aus bereits gewonnenem Saatgut gewachsen sind, hier auch. Und hier sind drei Chili-Pflanzen, die werden noch versendet, die habe ich hier für jemanden speziell angepflanzt. So, hier haben wir noch ein paar Chilis. Da habe ich auch gestern ein paar von geerntet. Also hier die Omnicolor, da sind ordentlich viele dran mittlerweile. Die Rosé 2, deren richtigen Namen ich nicht kenne, die hat auch ordentlich schlanke, schöne Chilis. Da hinten die Joe's Long, da habe ich ordentlich viele abgeschnitten gestern. Hier sind die Heedless. Ah, da kommen noch. Da sind Blüten dran und Knospen, aber noch nicht viele Chilis. Basket of Fire trägt auch ordentlich Früchte. Und die Brokkoli-Pflanze hier, die macht mir ein bisschen Sorgen wegen den hellen Blatträndern hier. Ich hatte schon Dünger rangemacht, Brennnesseljauche rangemacht, aber das hat erstmal noch nichts gebracht. Und dann habe ich auch mal Blattdünger drauf gemacht. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Ich habe ja keine Erfahrungen mit solchen Brokkoli-Pflanzen. Sieht aber schon nach Blüten aus. Ich überlege, da mal ein paar Stecklinge von abzuschneiden. Vielleicht. Zur Sicherheit. Ja, hier unten ist die Carolina Reaper, die doch auch schon ordentlich gewachsen ist. Carolina Reaper White. Hier haben wir auch schon ordentlich Früchte mittlerweile. Im letzten Rundgang, der ja jetzt hier vor diesem Video zu sehen war, hatte die, glaube ich, noch gar keine Früchte. Und hier sind die Challenge-Pflanzen. Die gab es ja im letzten Video, Chili Challenge Video zu sehen.
Das wird alles von der Brokkoli-Pflanze hier ordentlich überwuchert, muss ich mal sagen. Die nimmt doch ordentlich Platz ein. Ich überlege auch, ob ich die irgendwo beschneiden müsste. Ob man zum Beispiel, hier ist auch eine Blüte oder irgendwas, solche Geiztriebe, nennt man das da auch so, rausschneiden sollte oder dran lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, da würde ich mich freuen. Ja, das ist jetzt hier das Update, das aktuelle Update von August. Gut, die einzelnen Pflanzen beschrieben habe ich ja in dem ersten Teil dieses Videos. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dang 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 d